der Neunte gegen Mödling den Fünftplatzierten und bemerkenswert, die St. Pöltener 7 Wochen ohne Sieg, die Mödlinger 5 Wochen ohne Erfolg. Trotzdem musste Hans Krankl heute wieder reagieren, auch riskieren, und er hat einen 18-jährigen Industriekaufmann heute neben Rühmkorff Sturmspitze spielen lassen. Ja, und hier haben wir den jungen Mann im Bild. Heißt Harald Eugel, 18 Jahre alt. Ja, und einer war vor seinem Debüt besonders nervös. Harald Eugel, wie geht's Ihnen? Ich bin nervlich fertig. Ich bin mehr aufgeregt, glaube ich, wie der Song. Also 90 schwere Minuten für den Herrn Papa. Die ersten 15 davon vergessen wir lieber. Viel Hektik, viel Krampf zu Beginn. Dann aber dieser Vorschuss von Heiling. Ramosch jetzt am Ball. Wieder Heiling. Und sein Kopfball geht an die Stange. Heiden vergibt noch im Nachschuss. Glück für St. Pölten bei diesem Vorstoß des Liberos der Möglinger. Kurz zur langen verletzten Liste der beiden Mannschaften. Bei St. Pölten fehlen weiter die drei Stützen Rotter, Schinkels und Milewski. Ja, und Trainer Hans Krankl bei Mödling muss auf Stöffelbauer, Robakiewicz, Mader und auch auf die Stürmer Nikischer und Rosinaldo verzichten. Erst in der 24. Minute erstmal St. Pölten gefährlich mit diesem Schuss von Vorderegger. Aber von da an läuft's besser bei den Gastgebern. Ramosch versucht's alleine und kein Problem für Torhüter Koch, der heute eine sehr sichere Vorstellung bietet. Und St. Pölten weiter im Vormarsch. Hier kämpft sich der quirlige Weber den Ball. Vorderegger und die größte Chance vor der Pause für St. Pölten. Aber wieder ist Koch auf dem Posten. Ja, die Mödlinger Abwehr gerät jetzt gehörig in Schwimmen. Wieder Weber. Unger knapp vorbei. Vor der Pause ein Spiel auf ein Tor, nämlich auf das der Mödlinger. Was sieht man vom Debütanten Harald Eugel? Er tritt nur einmal in Erscheinung, nach diesem Foul gibt's die gelbe Karte. Aber er hatte noch Zeit mit seinen 18 Jahren. Wieder St. Pölten, Schutz von Rosenegger. Ja, und Hans Krankl gefällt das gar nicht, was er da sieht. Weber, Ramosch. Und es bleibt beim 0:0 zur Pause. Die zweite Spielhälfte wird eingetrommelt. Janonis. Abspielfehler. Ein Fehler von Gager. Maul. Kann nicht abgedrängt werden. Ramosch. Und das ist das 1:0 für St. Pölten in der 47. Minute. 6 gute Chancen hat man in der ersten Spielhälfte vergeben. Die verflixte 7. Die hat man jetzt genützt. Jubel bei den nur 1500 Zuschauern. Nur die treuesten Fans sind heute auf den Feldplatz gekommen. Noch einmal aus einer anderen Perspektive. Da sehen wir, der Ball wurde noch von einem Mödlinger Verteidiger abgefälscht. Ramosch erkennt die Situation und stellt auf 1:0. Danach verflacht das Spiel. Hans Krankl bringt Wurz und Kreiker statt Bauer und Eugel. Aber die Mödlinger in der Offensive zu schwach. Nikischer und Rosinaldo gehen vorne einfach zu sehr ab. Die Angriffe allzu harmlos. Und so plätschert das Spiel dahin. Einmal noch St. Pölten gefährlich. Nach diesem schweren Abwehrfehler. Ramosch setzt sich durch. Aber Dragoslavić kann retten, es bleibt beim 1:0. Trainer Andi Pichler kann aufatmen. Und wir haben das Spiel verdient gewonnen mit 1:0. Wir haben in der ersten Halbzeit eine Fülle von Chancen vergeben. Haben dann zweite Halbzeit nach den 1:0 eigentlich sehr unruhig gespielt und sehr nervös gespielt. Und so war das Spiel bis zum Schluss eigentlich auf Messerschneide. Und wir haben eigentlich trotz alledem das Spiel sehr verdient gewonnen. Es muss für Sie als ehemaligen Klassestürmer nicht leicht sein, eine Mannschaft zu haben, in der es kaum einen guten Stürmer gibt. Naja, so ist es nicht. Wir haben einige gute Stürmer, die aber momentan leider nicht das bringen, was sie können.
Aber gut, damit muss man leben. Ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft erst nach dem 0:1 Druck gemacht hat. Nein, ich bin nicht dieser Meinung. Ich bin der Meinung, dass es heute für uns ein verregneter, verlorener Samstag war. Wir haben von Anfang bis zum Schluss nicht den nötigen Biss heute aufgebracht, der uns sonst auszeichnet, nicht die nötige Aggressivität. Wir haben das Spiel an uns vorübergehen lassen, ohne etwas zu tun. Außer dem Tormann Koch und dem Kapitän Libero Heiling hat heute kein Spieler entsprochen, weil wir ganz einfach wirklich nicht den Einsatz, nicht die Laufbereitschaft, nicht die Aggressivität gehabt haben, die uns sonst eigentlich auszeichnet. Dadurch ist es für mich ein verlorener Samstag. Ja, hoffentlich kriegen die Mödlinger keine rostigen Flügel, wenn es weiterhin für sie regnet. Richtiger Tipp, 1 Torwette, 1:0.